Heute zeigen wir euch unser Gymnasium. Kommt mit! Wir stehen hier vor dem Theodor-Fontane-Gymnasium in Strausberg, welches 1991 gegründet wurde. Jährlich werden hier 6 neue Klassen aufgenommen und 130 Schüler legen hier ihr Abitur. So wie ihr vielleicht auch. In der Sprachklasse hat man zum einen ganz viel Sachfächer auf Englisch, also zum Beispiel politische Bildung und Musik, danach aber dann auch noch viel mehr. Und die haben einen Feldkurs, das ist immer doppelstündig die Woche, wo man sich sozusagen mit so globalen Themen auseinandersetzt, zum Beispiel so Nachhaltigkeitszielen. Genau. Und wie macht es Ihre Klasse dabei? Ich finde, die macht sich richtig gut, muss ich wirklich sagen. Wir hatten alle ein bisschen Sorgen, dass die vielleicht überfordert werden könnten, weil das ja ganz schön hohe Anforderungen sind, sozusagen, die an die gestellt werden. Und die haben jetzt schon innerhalb von einem halben Jahr sich viel mehr daran gewöhnt, sozusagen sehr komplexe englische Texte zu hören, zu lesen, aber eben auch selber zu sprechen. Wir sind alle sehr zufrieden. Okay, vielen Dank. Hier könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Das ist der Musikraum. Aus diesem Raum kommen immer wundervolle Klänge. Ach, ihr schon wieder. Kommt doch rein. Das ist der Biologieraum. Hier könnt ihr viel über Wissenschaft und Natur lernen.
im Chemieraum. Hier werdet ihr viel experimentieren und unsere Welt besser kennenlernen. Das ist die Turnhalle. Hier werdet ihr sehr viel Sport machen. Das hier ist die Cafeteria. Hier könnt ihr jeden Tag essen, mit euren Freunden über das Leben philosophieren und lachen. Außerdem gibt es hier auch leckeres Essen. Ah, willkommen. Herr Rhein, guten Tag. Dann kommt mal mit ins Büro. Gut, dann kommt mal rein. Ja. So, nimm gerne Platz. Okay, danke. So, also, was erwarten sich denn speziell als Schulleiter jetzt von den 9., 5. und 7. Klassen? Ja, natürlich erstmal, dass sie gut bei uns ankommen, sich wohlfühlen, auch neue Freunde finden, natürlich auch gut lernen. Ja. Hier im Laufe der nächsten 6 oder 8 Jahre, für die 5. Klasse ist ja eine lange Zeit, ihre Persönlichkeit entwickeln und am Ende hoffentlich wissen, was sie machen wollen und das dann auch gut machen. Okay, danke für das Gespräch und auch bald. Gerne. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website. Wir hoffen, wir haben euer Interesse geweckt und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr auf dem Schulhof wieder. Tschüss!